Sie kennen wahrscheinlich das Problem, wenn Sie mit Pivot-Tabellen einen Bericht, ein Dashboard erstellen, dass das oft nicht so klappt, wie Sie sich das wünschen. Soweit aber Ihre Pivot-Tabelle auf einem Datenmodell basiert, können in diesem Fall Cube-Funktionen gute Dienste leisten. Mit Cube-Funktionen kann man, wie mit einer Pivot-Tabelle, Daten direkt aus einem Datenmodell abfragen, aber auch das Dashboard frei gestalten. Ich befinde mich nun in Microsoft Excel und habe mich bereits auf ein Datenmodell verbunden. Ich werde nun einen vereinfachten Pivot-Tabellenbericht erstellen und anschließend diesen in eine Cube-Funktion umwandeln lassen. Beginnen wir mit einem Measure, in meinem Fall der Umsatz und die Darstellung der Produktkategorien. Nun werde ich diese Pivot-Tabelle in eine Cube-Funktion, in Cube-Formeln-Funktionen umwandeln. Hierzu muss ich im Menü Pivot-Tabelle Analyse in den Bereich Tools auf die Berechnungen klicken und sehe dann ein OLAP-Tools-Menü, welches nach Klick ein weiteres Menü öffnet, in dem ich in Formel konvertieren auswählen kann. Nach Auswahl verschwindet die Pivot-Tabelle und es bleibt die Cube-Funktionsformel übrig. Und wie man schon sieht, habe ich nun die Möglichkeit, auf einzelnen Zellen diese Cube-Formeln anzuwenden und bin natürlich viel flexibler in der Gestaltung von Dashboards und Berichten in Microsoft Excel. Falls Sie Fragen dazu haben, hinterlassen Sie mir bitte einen Kommentar. Ich werde antworten. Tschüss und bis bald.